AfD ist als nächster gemeldet, Markus Frohnmeier. Herr Minister, ich hatte bereits letztes Jahr die Regierung dazu befragt, ob sie bereit wäre, den Angriff auf Afrin durch die Türkei zu verurteilen. Heute kann man in der Nachrichtenagentur AFP lesen, dass sie sich auch weiterhin bedeckt halten wollen zur Intervention, zur aggressiven Besatzungspolitik in Nordsyrien. Sind Sie heute in der Lage dazu, eine Aussage dazu treffen und verurteilen Sie diese Besetzungspolitik? Herr Abgeordneter, nicht nur ich, sondern die Bundeskanzlerin höchstpersönlich hat hier am Rednerpult des Deutschen Bundestages diese Verurteilung bereits ausgesprochen. Und darüber hinaus kann ich Ihnen versichern, dass in den Gesprächen mit den türkischen Verantwortlichen wir auch mit Blick auf die jetzige Situation in Syrien die türkisch Verantwortlichen immer darauf hinweisen, dass wir von ihnen erwarten, dass es auch jetzt zu keinen großflächigen militärischen Operationen kommen wird, die sicherlich auch unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten nach unserer Einschätzung nicht mehr zu rechtfertigen wären. Und deshalb, das, was in Afrin geschieht, ist von der Bundesregierung verurteilt worden. Das, was zurzeit im Norden des Iraks geschieht, ist Thema von Gesprächen mit den türkisch Verantwortlichen, auch mit der klaren Botschaft, dass wir eine weitere Intervention dort für nicht akzeptabel halten. Danke sehr. Die nächste Frage stellt Renate Alt.